Es ist schon Jahre her und es wird noch Jahre dauern. Schon damals begann ich mit Worten das zu bauen, was heutzutage bei vielen oft vermisst wird. Es sind die Raps, die rüberkommen, dass man den Shit spürt. Und wisst ihr, es ist hier diese Möglichkeit. Ich verwöhne euch heute, mach Bekanntschaft mit meiner Persönlichkeit. Jarrito nennt man mich, kann nicht beschreiben, wozu ich fähig bin. Doch das, was ihr vernehmt, befindet sich in mir bereits ewig drin. Wenig bringt das Reden entsetzenderweise nicht die Erklärung. Rap schießen aus mir heraus wie Knochen aus Marrow. Mutation, ja es wäre so, zieh einen Saal im Center bei den X-Men. Normale Menschen fluchten sich von meiner Fähigkeit zu texten. Bin weiterhin derjenige, der auch deine Raps kennt. In den meisten Fällen wird dir das Prädikat hand, und zwar second. Ätzend und verletzend sollten Worte nicht immer sein. Doch Raps zuletzt viel zu viele Kinder schreiben. Diese Kinder rein, sie können so grausam sein. Zu Hause allein 33-Jährige, die in Raps Kinder bleiben. Alter ist nicht der Punkt, ich rap da aus Erfahrung. Es zählt sehr viel Vernunft, ja glaub mir, das ist Fahrdrum. Doch ich rap um den heißen Brei gegen eure Erwartung. Ich bitte nur verzeiht, viel reden ist halt meine Begabung. Auf das, was es ankommt, ist seiner Linie treu zu bleiben. Denn all das, was war, ist wichtig für das, was wir zeigen. Ich muss das Wort nicht ergreifen, denn es liegt mir auf der Zunge. Es ist ganz leicht zu begreifen, bin mehr als nur der Mann der Stunde. Es geht auf den Punkt, worum sich schon lange dreht. Nicht nur, dass es im Moment funktioniert, dass die Flamme besteht. Ich muss das Wort nicht ergreifen, denn es liegt mir auf der Zunge. Es ist ganz leicht zu begreifen, bin mehr als nur der Mann der Stunde. Es geht auf den Punkt, worum sich schon lange dreht. Nicht nur, dass es im Moment funktioniert, dass die Flamme besteht. Das einzig wahre Denken vieler ist, sich selbst zu verehren. Egos groß wie Kathedralen, anderen den Weg zu erschweren. Selbst längst der Selbstsucht verfallen, ja immer mehr und mehr. Warum die Welt so schlecht ist, lässt sich dadurch etwas erklären. Kaum einer haben über Fragen des Wesentlichen sich zu beschäftigen, um andere, die es wissen oder erfahren könnten, zu ermächtigen. Ja, es ist schwierig, nicht immer nur sich selbst zu bekräftigen. Viel zu gierig, nein, man zieht nur darauf ab, zu verdächtigen. Wie die ganz Gehässigen, die sich selbst durch ihre Predigten verewigen. Ich sehe vieles ganz anders und gehöre zu den wenigen, die das Mikrofon im Sinne von Veränderung ergreifen. Ja, auch ich hab noch so manche Schuld zu begleichen. Entgegen der Zeichen leichten Kost, euch mit Ehrlichkeit zu reichen. Und nicht nur schwerlich gescheiten im Zweikampf Niederlagen zu bereiten. Ich lebe dafür der Grund, warum ich diese Zeilen anfordere und Tag für Tag Worte gegen Gleichgültigkeit schleudere. Ja, glaub niemals, du seist das Epizentrum aller Dinge. Was du erachtest als gering, kann dich gewaltig verschlingen. Ich kann mich noch vielen entsinnen, die diese Fehler beging. Viele können sich nicht mehr erinnern, diese Dinge schnell aus Köpfen verschwinden. Ich muss das Wort nicht ergreifen, denn es liegt mir auf der Zunge. Es ist ganz leicht zu begreifen, bin mehr als nur der Mann der Stunde. Es geht auf den Punkt, worum sich schon lange dreht. Nicht nur, dass es im Moment funktioniert, dass die Flamme besteht. Ich muss das Wort nicht ergreifen, denn es liegt mir auf der Zunge. Es ist ganz leicht zu begreifen, bin mehr als nur der Mann der Stunde. Es geht auf den Punkt, worum sich schon lange dreht. Nicht nur, dass es im Moment funktioniert, dass die Flamme besteht.